Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ein Expresslegung. Ein Expresslegung ist dafür gedacht, dass ihr schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Lariana, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie geht es weiter mit deinem Wunschpartner? Momentan bist du im Rückzug und ob er beleidigt ist oder wartet auf dich, das klären wir jetzt bei diesem Orakel. Die jetzige momentane Situation beschreibt dieses Bild. Dieser Mann hat Kraft und auch Sieg. Was möchte er besiegen? Das ist dieser Drache. Drache symbolisiert Angst. Der Drachentöter hat eine symbolische Bedeutung. Ein Sieg zum Haben über unseren Ängste. Und wenn wir von unseren Ängsten verabschieden, dann steigt die Energie nach oben. Das ist die Kundalini-Energie. Eigentlich, das symbolisiert dieses Bild. Aber da braucht man auch die innere Kraft, die Überzeugungskraft, auch das Vertrauen, dass alles gut geht. Und ihr seid gerade bei dieser Transformation, bei diesem Prozess. Wie denkt er über dich? Wie denkt er über diese Liebe? Das zeigt hier diese drei Runen, diese Runensymbole. Er muss erstmal etwas ausgleichen, ausbalancieren. Diese Seil symbolisiert der Schicksal, sein Schicksalsweg. Er muss ausgleichen, vergleichen, überlegen, ja, nein, wie soll ich mich entscheiden? Es geht jetzt nicht darum, ob ihr jetzt treffen sollt oder nicht. Es handelt sich um wichtige, schicksalhafte Entscheidungen, dass er für dich entscheidet und möchte sein Leben mit dir verbringen. Und das ist genau die Situation, was ihn beschäftigt und macht sehr viel Gedanken. Die zweite Rune zeigt die Partnerschaft. Und hier im Kopfbereich ist ihm das bewusst und macht sehr viel Gedanken. Eine glückliche Partnerschaft zum Leben. Warum? Weil ihr gehört zusammen. Und das ist ihm bewusst. Dieser Kelch symbolisiert seinen Gefühlen. Das ist ihm auch bewusst. Die unteren drei Karten symbolisieren sein Unbewusstes, seinen Gefühlen. Er braucht die Leichtigkeit, so wie ein Schmetterling sich verwandelt. Das ist eine Art Metamorphose. Das ist das Gleiche, was hier auch passiert. Raus aus die Angst und übergehen auf positiven Gefühlen. Wie Begeisterung, auch Mut, auch Dankbarkeit und Liebe. Und das befreit. Befreit zu sein von Ängsten. Und genau das passiert in seinen Gefühlen, in seinem Unbewussten. Und er will sich auch befreien von Angst. Dieser Mond symbolisiert Odins Mund. Das ist die Sprache der Seele. Das ist entweder seine innere Stimme oder seine Träume, seine Sehnsüchte. Kann sogar sein,
dass du immer wieder erscheinst in seinen Traumbildern. Hier begegnen wir wieder mit Odin. Bei diesem Runen handelt sich um Isa, übersetzt bedeutet Eis. Und dieser Eis ist momentan diese Pause. Alles ist im Eis gelegt. Aber die Eis schmelzt sich. Und dann ist das Wasser. Und Wasser symbolisiert die Gefühle. Und Odin zeigt hier diesen Weg. Raus aus dieser Unbeweglichkeit. Das ist die Licht, auch die Wärme. Und die Wärme sorgt dafür, dass dieser Eisberg schmelzt. Und dann kommt alles in Bewegung. Vertraue das Fluss des Lebens. Diese Burg symbolisiert deine Ziele. Wie erreichst du deine Ziele? Schritt für Schritt. Ihr beide gehört zusammen wie Sonne und Mond. Sonne ist die männliche Energie, Mond ist die weibliche Energie. Und ihr gehört zusammen, so wie hier ihm das auch bewusst ist. Das ist der erste Schritt, dass dir das auch bewusst ist. Der nächste Schritt zeigt hier dieses Bild, Entscheidungen zum Treffen. Das soll dir auch bewusst sein. Nicht nur er trifft Entscheidungen, sondern du auch. Und hier zeigt sich die Feuerelement. Das kann auch die Begeisterung sein, die Herzenswärme, auch die Mut und Kraft, was alles in Bewegung setzt, zeigt auch die Leidenschaft, dann ist das schöpferisch. Hier ist die schöpferische Energie. Der andere wäre die Feuer, was Wut auslöst, Enttäuschungen und verbrennt etwas. Es ist aber nicht seine Entscheidung, sondern deine Entscheidung. Wenn du Angst hast, dein Leben zu verändern, Entscheidungen treffen, für ihn zu entscheiden, dann kann es sein, dass du das verbrennst. Liegt in deinen Händen. Also das soll dir auch bewusst sein. Es wird dieser Zeitpunkt kommen, dass du auch Entscheidungen treffen sollst. Wie erreichst du dein Ziel? Es trägt Früchte, aber es braucht Zeit. Jeder symbolisiert ein Jahr. Bis dahin kommt ihr fest zusammen. Es liegt aber in deinen Händen. Liebe Lariana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.